Hallo und herzlich willkommen bei Sims 2 und heute mache ich ein kleines Infovideo mit den Fotos, die ich die ganze Zeit über ja immer mal wieder gemacht habe und damit ihr vielleicht auch ein bisschen die Familien besser kennenlernt. Ich fange hier mit der Familie John Katz an, weil das immer so meine erste Runde ist. Ich spiele ja jede Familie immer einen Tag und fange im Endeffekt immer mit dieser Familie an. Das ist nämlich die Familie John und Bibi Katz und ihr Sohn Kaspar. Und nur ganz kurz auch möchte ich nochmal in ihr... ich habe zwar ein Familienstammbaum-Video gemacht, aber nur ganz kurz zum Erklären. John ist der Sohnemann von der Tanja Katz und dem Johnny Katz. Tanja Katz müssten die einige kennen, die zumindest von Sims 2 Haustiere haben. Und Bibi Katz ist die Tochter von Angela Braun und Detlef Braun. Also Detlef Braun müsste man auch kennen, wenn man Schönsichtingen kennt. Und Angela Braun war die Tochter von den Hübschs. Ja, das ist, also Bibi ist die Tochter von diesen beiden. So viel erstmal nur dazu. Ich gehe jetzt mal in die Fotos rein und ich bin schon mal runtergescrollt. So, und natürlich fängt diese Geschichte eigentlich erst an, nachdem sie von zu Hause quasi ausgezogen sind, also beide. Und die sind damals in ein großes Appartement gezogen mit ganz vielen anderen zusammen. Und hier seht ihr hier, dass da ist die Sandra Wandervogel und das hier ist Anton Lothario vor diesem Appartementkomplex. Ja, junge Erwachsene ziehen ins Appartement. Das war so das Appartement, das ich dann eben mit ganz vielen verschiedenen hier bezogen habe. Nämlich hier oben war das. Das war ja dann so total verbuggt, deswegen sind wir dann letztendlich umgezogen. Hier verlobt sich gerade John mit Bibi. Leider habe ich das nicht näher irgendwie anscheinend hingekriegt. Hier sieht man es bei ihr auch noch, während hier, ich glaube, das ist René Rosengarten hier vorne und das sind zwei NPCs. Dann hier und sie gehen gemeinsam ins Bett und Techtelmechtel machen sie hier direkt auch schon nach ihrer Verlobung. Auch Anton und Andrea verloben sich. Das ist Anton Lothario und die Andrea, damals noch Andrea Antonini. Auch die haben sich hier in diesem Appartement bereits verlobt, in etwa zur gleichen Zeit. So, da seht ihr dann da die damalige Küche, das Esszimmer hier vorne dran, also das ist hier der Eingang. Da hinten dran war das Wohnzimmer. Ich habe ja dann noch zu die ersten von John Katz habe ich hier noch gespielt und aufgenommen. Das ist Katja Katz, das ist die Schwester von John, die heute Katja Jensen heißt. Und hier sieht man noch ein Techtelmechtel zwischen den beiden oder mit den beiden in einem anderen Bett. Ups. Und die Hochzeit, yay! Die haben also in diesem Appartement geheiratet. John Katz und Bibi Braun. Juhu! Jo, dann war sie verheiratet, unsere liebe Bibi. Und es gab einfach eine Party mit verschiedenen. Ich weiß gar nicht, das sieht, glaube ich, nach Sandra Traumtänzer aus, beziehungsweise damals noch Wandervogel. Das müsste die Mutter sein von Bibi. Jo, sieht man leider nicht. Genau, das ist die Mutter von Bibi, nämlich die Angela Braun. Irgendjemand schläft hier ein. Das hier ist noch die Mutter von John. Und der Vater von John müsste das sein, oder? Es ist leider sehr, ja, nicht so nahe aufgenommen. Ja, Bibi in der neuen Küche. Die neue Küche wurde umgestylt. Ihr seht also, hier sieht es ja noch ein bisschen anders aus. Und jetzt wird es umgestylt. Und, schwanger? Oh mein Gott, bin ich schwanger? Ja, Bibi ist schwanger und die anderen Erwachsenen, also junge Erwachsene, die sind dann, glaube ich, so ungefähr um diese Zeit ausgezogen, meine ich. Jo, und somit war ja ein großes Appartement. Hier vorne Küche, dann Wohnzimmer, da war dann das Bad, da war noch ein zweites Bad. Und hier war deren Schlafzimmer und da erdachte ich dann, glaube ich, das Kinderzimmer. So. Die John und Bibi, wie sie schlafen. Hier wird Bibi zur Hexe. Die wurde ja dann zur Hexe gemacht. Und ja, als Hexe hat sie dann Kaspar geboren. Kaspar, klein Kaspar ist geboren im Appartement.
Und weil alles in diesem Appartement ja irgendwie gehackt hat und vieles nicht gestimmt hat, sind wir dann umgezogen in dieses heute hier Haus, große Haus, Umzug. Bibis Familie kommt zu Besuch, das ist die Angela und Schwester Britney. Und der, ja, Papa oder Opa Detlef, der hier gerade den Kaspar füttert in dieser Küche. Und da wird Kaspar bereits schon wieder größer. Auch eine andere Hexe ist noch da, die Mama ist ja auch Hexe. Ja, und Kaspar wird zum Kleinkind. Wir haben viele da und alle feiern. Und dann sehen wir Kleinkind Kaspar in seinem schönen grünen Zimmer hier oben. Kaspar und Kaspar lernt sprechen und aufs Töpfchen gehen und auch laufen. Ja, das hier ist nochmal Bibi, ein bisschen näher vielleicht, wie sie gerade telefoniert. Das ist ja noch jetzt ein ganz neues Bild, nämlich mit der dritten Etage, die es ja am Anfang nicht gab. Dieses Haus, das findet ihr im Grunde auch in der Tonne irgendwo. Eben halt nicht mit der dritten Etage. Die habe ich erst dazu gebaut und ich glaube, so die ein oder andere Tür hier habe ich auch noch ersetzt gehabt. Und das ist dann nochmal Kasper, wie er nochmal Geburtstag hat. Und das ist John. Leider habe ich von Kasper noch kein Bild gemacht. Das müsste ich noch machen, aber er ist jetzt hier. Und ja, das ist einfach so ein bisschen die Geschichte von John und Bibi. Ab ihrem jungen Erwachsenenalter, die Geschichte von John und Bibi als Kinder, die werdet ihr dann eben einmal bei der Familie Katz, Carsten Katz, und einmal bei der Familie Detlef Braun dann hören. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben und oder hinterlasst mir doch einen Kommentar. Und ja, lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Sagi Night Owl. Ciao, ciao.